geht es nach dem Setzen des Implantats weiter? Wie besprochen, es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, man implantiert und setzt sofort eine provisorische Krone drauf, damit man wenigstens ästhetisch etwas im Mund hat. Das heißt, zum Beispiel redet man über den Frontzahnbereich vorne beim Lächeln, dass man das nicht so sieht, kann man das mit Provisorien machen, die das abdecken, oder mit einem Provisorium, was sofort aufs Implantat draufgeschraubt ist. Das ist möglich, reduziert die ganze Therapie natürlich deutlich in dem zeitlichen Rahmen, hat aber eigene Risiken wie, vorhin erwähnt, Periimplantitis oder aber Lockerung des Implantats, das nicht richtig einhält. Macht man es konservativ oder klassisch, dass man implantiert, das einheilen lässt, reden wir darüber eine Zeitspanne von 4 bis 5 Monaten, der Einfachheit halber sagt man ein halbes Jahr abwarten, dann ist der nächste Schritt Eröffnen der Schleimhaut, das heißt die Oberfläche wird ganz leicht gestanzt, die Schraube wird, das Implantat wird eröffnet sozusagen und ein Platzhalter wird eingesetzt, der das Zahnfleisch schon formt. 2 Wochen danach wird ein Abdruck genommen oder ein Scan, je nachdem, beides ist möglich. Und dann wird im Labor die Krone entweder am Computer oder ganz klassisch am Modell konzipiert und der definitive Zahnersatz wird eingesetzt. Das heißt, wir reden über eine Zeitspanne von einem halben Jahr plus minus 4 Wochen. Geht man konservativ vor.